Mixella, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 222. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Und auch die heißt euch herzlich willkommen zu dieser Schnapszahlen-Hoaxilla-Folge, die auch ansonsten vielleicht ein bisschen anders sein könnte, als ihr es gewohnt seid. Zunächst mal ein frohes und gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2019 euch allen da draußen. Neues Hoaxilla-Jahr und mit dem 2-Episoden-pro-Monat-Zyklus soll es auch weitergehen, wie wir das so oft besprochen haben. Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag zu dem Thema Unterstützungszahlungen durch Portale, die dann absurd viel Gebühren abziehen. Und dass es vielleicht sogar charmanter ist, direkt uns, wenn man das möchte, etwas auf unser Geschäftskonto zu überweisen. Unabhängig davon, was für Geld bei uns ankommt, sollte natürlich klar sein, das habe ich vielleicht nicht richtig deklariert, dass natürlich wir jeden Cent, den wir einnehmen, auch versteuern müssen. Das sind Geschäftseinnahmen, die im Wesentlichen aus Alexas Business als Selbstständiger dann versteuert werden. Also insofern ist der Aufruf, irgendwas auf unser Geschäftskonto zu überweisen, nichts, was anrüchig wäre, sondern das sind einfach genauso so Einnahmen wie von Steady, Patreon, PayPal oder sonst woher. Das müssen wir halt alles versteuern, egal wo es herkommt. Und nicht, dass da ein falscher Eindruck entstanden ist. Aber nochmal, es gibt Portale, da kommt von einem Euro, den ihr uns überweist, dann tatsächlich nur 65 Cent bei uns an, die wir dann versteuern müssen. Und wenn ihr einen Euro direkt überweist, dann kommt halt ein Euro an. So, das nochmal zur finanziellen Geschichte. Vielen Dank für alle diejenigen, die uns unterstützt haben mal wieder. Das sagen wir am Anfang. Und jetzt nicht zu viel gefaselt, sondern natürlich auch im neuen Jahr steigen wir direkt mit einer schönen Story der Woche ein. Die Story der Woche. Mit der heutigen Story der Woche bei Hoaxilla kann ich vielleicht sogar ansatzweise so eine Art Kindheitstrauma verarbeiten, unter dem ich durchaus noch ein wenig leide, nämlich der Disney-Film Bambi. Mich hat der Film, als ich ihn gesehen habe als Kind, wahnsinnig beeindruckt. Ich habe Rotz und Wasser geheult bei diesem Film und sicherlich bin ich nicht die Einzige, der es so gegangen ist. Was ich aber neulich gehört habe, war eine Geschichte, wo der Film Bambi als Teil einer schon fast poetisch anmutenden Art der Bestrafung geworden ist in einem Fall von Wilderei. Zugetragen hat sich das Ganze in den USA, so wie es berichtet wurde, wo ein Wilderer nicht nur zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden ist, sondern auch dazu, sich mindestens einmal im Monat den Film Bambi anschauen zu müssen, weil er besonders viele Hirsche als Wilderer getötet hat und ihren Kopf jeweils als Trophäen behalten hat und die Körper einfach liegen gelassen hat. Also wirklich ein besonders grausamer Fall von Wilderei, der dann mit dem Ansehen des Films Bambi unter anderem bestraft wurde, wenn ich euch hier nicht eine Urban Legend aus den USA erzählt habe. Fantastisch genug klingt die Geschichte auf jeden Fall, um eine Wobei solche zu sein. Wobei die mitunter durchaus sehr merkwürdige Strafen in den Vereinigten Staaten haben. Also insofern bin ich unentschlossen, ob ich dir da glauben mag oder nicht. Und das klären wir natürlich dann am Ende der Sendung auf und machen jetzt erstmal wie immer weiter. Thema der Woche. Ja, gleich werdet ihr ein Interview hören, was vielleicht nicht zu den besten Interviews gehört, die wir je geführt haben. Das sind aber Gäste, die uns über unser Management und das Management der beiden Gäste empfohlen worden sind. Autoren Bernd Klötzke und Timo von Spitz. Und ja, hört einfach mal rein in das Interview. Ich denke, viel erschließt sich dann am Ende aus dem Gesagten. Ich mag da auch gar nicht so sehr drüber sprechen, ehrlich gesagt. Das war nicht so angenehm. Genau. Und hört einfach mal rein in diese etwas andere Interviewfolge von Hoaxilla. Hoaxilla Interview. Wir
freuen uns sehr, heute eine etwas ungewöhnliche Sendung aufnehmen zu können, weil wir ja zwei bekannte Autoren unterschiedlicher Genres heute zu Gast haben, die zu einem Gastspiel in Hamburg waren, was wir leider verpasst haben, Alexa. Da können wir leider nicht hingehen. Sind aber umso mehr froh, die beiden Autorinnen hier begrüßen zu dürfen. Ich würde jetzt einfach in alphabetischer Reihenfolge die Herren vorstellen wollen. Zu einem bei uns zu Gast Bernd Klötzke. Hallo, Herr Klötzke. Ja, ich freue mich auch sehr, tatsächlich bei so einer renommierten Sendung mal mitreden zu dürfen. Das ist übrigens auch nicht nur alphabetisch die richtige Reihenfolge. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Und auch bei uns heute zu Gast Timo von Spitz. Hallo, Herr von Spitz, auch Sie seien herzlich begrüßt hier im Huxelhaken. Guten Abend. Es wird uns ja immer vorgeworfen von unseren Hörern, dass wir uns zu wenig aus unserer eigenen Filterbubble herausbewegen, dass wir zwar Interviews mit anderen Experten und solchen aus der Skeptiker-Szene veröffentlichen, aber dass wir viel zu wenig mit Menschen sprechen, die doch ja durchaus ungewöhnliche Ansichten haben. Das wollen wir hier mit diesem Interview heute einmal ändern. Und vielleicht könnten wir zum Einstieg über Ihre etwas ungewöhnliche Karriere sprechen, Herr Klötzke. Denn Sie haben ja durchaus eine Wandlung durchgemacht in Ihrem Schaffen von einem Kinderbuchautor zu einem Autor etwas anderer Art und Weise. Also wenn ich nochmal kurz hier einhaken darf, ich bin mit der Reihenfolge dieser Präsentation nicht so ganz einverstanden. Es wurde mir auch anders im Vorfeld, also... Ja. Ich würde an ich nehme Stelle das gerne, zur Kenntnis. Ja. Ich nehme das jetzt zur Kenntnis. Ich würde an dieser Stelle. Frau Spitze, werden Sie nachher auch würdigen, also gar keine Frage, weil einfach damit wir die Reihenfolge beibehalten können. Herr Klötzke, Sie können sich ja vielleicht ein bisschen kurz fassen, Herr Klötzke. Ja, Entschuldigung, aber ich würde gerne anmerken, wenn Sie sich ja schon den Skeptizismus so groß auf die Fahnen schreiben, dann möchte ich kurz feststellen, dass die Ankündigung meines Gesprächspartners in dieser Form so nicht ganz richtig ist, denn auch in Bezug auf seinen Namen ist ein bisschen Skeptizismus angebracht. Das Adelsmoment in seinem Namen ist nicht verifiziert. Ich möchte Sie darauf hinweisen. Es gibt verschiedene einschlägige Zeitschriften, in denen das... Herr Klötzke, wir möchten erstmal mit Ihnen Biografie, wir müssen uns jetzt ja nicht die Geburtsurkunde von Herrn von Spitz zeigen lassen, damit wir hier diese Sendung aufnehmen können. Also ich würde da ein bisschen bitten... Sie müssen Ihnen das nachsehen. Herr Klötzke hat eine eigene Ansicht von Dingen, die der Realität entsprechen. Das passiert, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Und Herr Spitz hat eben etwas nicht, nämlich einen Adelstitel, aber das ist ein anderes Thema. Wollen Sie uns damit sagen, dass Herr von Spitz ein Hochstapler ist, oder? Ich möchte Ihnen lediglich sagen, dass dieser Adelstitel auf eine Art zustande gekommen ist, in der er das normalerweise nicht tut. Und er führt ihn in seinem Namen, um sich wichtig zu machen, um seine literarischen Schreibübungen aufzuwerten. Das hat von Anfang an hat er das. Kommen wir nochmal auf die Kinderbücher zu sprechen. Ja. Astrid Lindgren der Lurchliteratur sind Sie mal genannt worden in einer Kritik. Vielleicht können Sie darauf nochmal kurz rekurrieren, was es damit auf sich hat. Denn Lurchliteratur ist tatsächlich etwas, mit dem Sie sehr, sehr erfolgreich waren. Und ich habe zum Beispiel auch durch eins Ihrer Bücher Fahrradfahren gelernt. Vielleicht können wir da nochmal, weil das sind einfach angenehme Themen. Und dann ja, das traurig. Das freut mich sehr. Es war ja, also Fahrradfahren und Lesen, das war ja vor allem das, was der freche Gecko Ferdinand wirklich einer ganzen Generation beigebracht hat. Nicht wahr? Und in dem Rahmen ist mir auch der Titel der männlichen Astrid Lindgren der Lurchliteratur zuteil geworden. Ferdi lernt lesen und Ferdi lernt Fahrradfahren waren seinerzeit zwei der erfolgreichsten Kinderbücher der Welt, in verschiedene Sprachen und Dialekte übersetzt worden. Und sie haben damals, es waren ja nicht nur Kinder, es waren ja spirituelle Kinderbücher, muss man dazu sagen. Es war ja auch eine sehr, sehr tiefe Ebene da drin, die auch die Seele angesprochen hat. Es gab ja auch Tiere, die eigentlich dem Schamanischen eher zugerechnet, aber natürlich habe ich das damals noch nicht so ausschreiben können. Und mit diesen Büchern bin ich reich und berühmt geworden und bin zum Sprachrohr einer fahrradfahrenden Kindergeneration geworden. Quasi. Jetzt haben Sie aber mit Ihrem neuesten Werk doch etwas produziert, wenn ich das so nennen möchte, was uns zumindest hier von Huxilla ein bisschen irritiert, denn Sie haben Ihr neues Buch genannt Echsendiener, das reptiloide Politfaktenhandbuch, also auch von der Diktion her schwer auszusprechen, das ist aber eine ganz andere Geschichte für einen Autor. Wie kommen Sie jetzt auf die
Echsendiener. Und wie sehr haben Sie von David Icke da abgeschrieben, Herr Klötzke? Es ist ja nicht nur in der Diktion schwer, also auch der Inhalt erschließt sich einfacheren Menschen nicht so leicht. Es ist ein hochkomplexes Thema. Und ich muss dazu sagen, ich war mehrere Jahre in Indien. Ich habe in verschiedenen Ashrams bei verschiedenen Meistern gelernt. Und als ich wiederkam, ich wollte es noch einmal versuchen, den Anknüpfungspunkt mit der Kinderliteratur, aber auf einer anderen Ebene, für aufgeklärte Kinder, für mündige junge Erwachsene beieinander. Ich hatte den Titel Ferdi fährt nach Roswell und Ferdi in Neuschwabenland, die aber beide vom Verlag abgelehnt wurden. Ihren Verstand haben Sie in Indien gelassen, nehme ich an. Ja, komplett. Haben Sie da mit bewusstseinserweiternden Substanzen experimentiert, Herr Klötzke? Ich würde nicht sagen experimentiert, ich habe neue Wege beschritten, unter Anleitung, muss ich dazu sagen. Und ist Ferdi denn jetzt im Kern eigentlich ein Reptiloid? Und damit nicht eigentlich gefährlich in Ihrer neuen Weltsicht, die Sie uns hier präsentieren? Das ist etwas, es geht ja um den Umgang mit diesen Wesen. Wenn man begreift, dass ihre Präsenz vorauszusetzen ist, dann muss man möglicherweise einen Weg finden, zu kommunizieren. Das ist ja die Echse an sich, der Reptiloid an sich, ist nicht grundsätzlich böse, weil man diesen Ansatz von Gut und Böse, diesen Dualismus kann man nicht anlegen. Es sind Wesen, die gehen damit ganz anders um. Und das ist im Reptiloiden Politfaktenhandbuch auch sehr genau beschrieben. Es gibt 7 verschiedene Arten von Reptiloiden und die muss man sehr genau unterscheiden. Und da muss man seine Wahrnehmung auch trainieren. Das ist, wenn einem ein Reptiloid gegenüber sitzt, man kann das an den Augen wahrnehmen. Das ist, was immer man ihnen sagt, man kann das an den Augen wahrnehmen. Das ist diese Theorie mit dem Glitch in der Übertragung, das ist so nicht korrekt. Man kann es in den Augen sehen. Und diese 7 Arten. Wenn ich Sie da mal kurz unterbrechen darf, das heißt, alles, was Sie produziert haben an Literatur, war nie Fiktion, sondern immer real für Sie. Ich möchte ganz, ganz ernsthaft, wenn Sie jetzt an Fahrradfahrende Lurche glauben, dann haben Sie ja das Problem. Da mangelt es ja an Ihnen. Ja nicht. Nein, es ist diese bitte nicht in dem Ton. Wir wollen hier schon sachlich thematisieren. Na, da bin ich ja mal gespannt, was Sie dann nachher mit Herrn Spitz für Vergnügen haben. Kommen wir mal auf Sie zu sprechen. Ja. Auch Sie, ja, profunde Literatur, die mir ja persönlich deutlich näher steht als die Werke von Herrn Klötzke, zumindest die neueren Werke von Herrn Klötzke. Fantasy-Sci-Fi-Autor mit einigen sehr, sehr bekannten Titeln. Vielleicht mögen Sie ein bisschen über Ihre Bücher mit uns auch sprechen, Herr van Spitz, damit die Zuschauer natürlich hier auch nochmal erfahren, was Ihr Schaffenswerk ist. Ich würde da kurz nochmal unterbrechen wollen, weil ich finde das jetzt von Ihrer Seite nicht in Ordnung, dass Sie meine neuere Literatur so abwerten. Sie sagen, Sie waren durchaus bereit, sich von einem fahrradfahrenden Lurch selbst das Fahrradfahren beibringen zu lassen, aber sind nicht bereit zu akzeptieren, dass möglicherweise auf einer anderen Ebene Reptiloide existieren. Ich war Kind. Vielleicht können wir für ein paar Minuten mal einen Lurch sein lassen und uns endlich mal mit ernsthaften und höchst wissenschaftlichen Themen auseinandersetzen und nicht mit Ihrem Amphibiengeschwafel. Wäre das möglich, Herr Klötz? Herr von Spitz, das heißt, Bücher wie das Milchstraßenmassaker sind für Sie durchaus dann auch vor diesem Hintergrund ernst zu nehmen. Das heißt, Sie meinen das auch tatsächlich ernst, was Sie schreiben. Und das ist für Sie gar nicht so sehr Fiktion, sondern vielleicht auch eine Vorbereitung auf etwas, das der Menschheit an Wissen bisher noch nicht zuteil geworden ist. Also so meinte ich mich zumindest aus meinen Recherchen zu erinnern. Bitte korrigieren Sie mich. Also ich nehme jetzt gerne an, dass Sie mir jetzt nicht zu nahe treten wollten mit irgendwelchen wilden Theorien. Natürlich muss man als Autor ernstzunehmend sich mit seinen Geschichten beschäftigen. Woher Sie diese Information haben, dass ich das für bare Münze nehme. Natürlich haben meine Romane einen höchst wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Ansatz verfolgt, mit denen ich natürlich auch alternative Gesellschaftsformen beschreiben möchte und auch zukunftsweisend für die Menschheit im Grunde vorgreifen mag, wie es zukünftig natürlich auch besser
funktionieren könnte, auch hier auf unserem gemeinsamen Planeten, den wir ja alle bewohnen irgendwie. Aber nichtsdestotrotz, das ist eine ernsthafte Literatur und ich möchte da bitte ganz klar nochmal sicherstellen, dass das auch überall angekommen ist. Wir reden hier von einer ernsthaften Literatur und nicht von irgendwelcher... Wie etwa Vulva Trümmerstern, Bekenntnisse einer Sternenhetäre. Bitte was? Vulva Trümmerstern, Bekenntnisse einer Stern. Ich möchte letzten Endes nur herausstellen, um was für Art von Literatur es sich handelt. Das verantwortungsvollste Moment in der Literatur, die Herr Spitz verfasst, ist meines Erachtens, dass sie wirklich in überschaubaren Auflagen erschienen ist. Sie beide kennen sich auch schon länger, kann das sein? Ungern, ja. Sie haben, wenn ich das richtig verstanden habe, ein gemeinsames Bühnenprogramm. Habe ich das richtig verstanden? Also unser Management hat ja bei Ihrem Management dann angefragt. Und, Bei dieses Telefonat müssen wir eigentlich auch nochmal irgendwann eine eigene Sendung machen, weil das ein bisschen skurril war. Ich weiß nicht, woran das lag. Vielleicht haben auch wir was falsch verstanden. Aber was treibt Sie denn im Moment so gemeinsam auf die Bühne? Ich hab zumindest so ein bisschen gefühlt den Eindruck, dass Sie... doch ganz unterschiedliche Ansichten gelegentlich auch sind. Also ich bin etwas erstaunt darüber, weil dass Sie jetzt diese Frage hier stellen an dieser Stelle, weil es war im Vorfeld abgeklärt, eben gewisse Themen nicht anzusprechen. Und ich war jetzt der Meinung, dass wir bei der letzten Frage über meine Werke irgendwie weitermachen. Ich bin etwas konsterniert über diese persönliche Ebene, die hier gerade beschritten wird. Ich würde an dieser Stelle auch protestieren. Das heißt, Sie beide sind sich da einig, sich gegen diese Art... Nein, wir sind uns ganz sicher nicht einig. Wenn das hier in dieser Richtung weitergehen soll, ne, dann ist das ganz schnell beendet, diese Nummer hier. Mir wurde vorher gesagt, wir werden uns in einem professionellen Studio, höchst seriös befragt, wenn wir schon uns gegenseitig im gleichen Raum ertragen müssen, aber auf diesem Niveau... Aber Sie tun das also gemeinsam. Insofern, ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, dass Sie Probleme haben, in einem Raum zu sein. Insofern diese Sache für Herrn Spitz gleich beendet ist, wäre ich auch gern bereit, mich noch länger mit Ihnen zu unterhalten. Ich werde hier diesen Raum erst dann verlassen, wenn ich sicher sein kann, dass Sie Ihre seltsamen Ansichten nicht weiter in die Welt hinaus posaunen. Herr Klötzke. Welche Ansichten meinen Sie da jetzt genau? Ach, da muss man ja nicht drüber reden. Wir wollen dem Ganzen ja auch nicht mehr Raum geben als notwendig. Also, er wird es sowieso selber tun, bitte. Legen Sie los, lassen Sie uns teilhaben an Ihrem Genius. Ich werde mich auf Ihre Aufforderung hin definitiv zu nichts bequemen, zu gar nichts. Ich sage nichts. Sehen Sie, das ist der Grund, warum man mit diesem Herrn nicht zusammenarbeiten kann. Also ich möchte. Das ist mir jetzt wirklich ein bisschen unangenehm, weil uns da glaube ich... Ja, fragen Sie mich mal! Fragen Sie! Ich meine, Sie müssen immer... Ja, es ist ja nicht nur sein Alkoholproblem. Ach, jetzt geht das wieder los. Also, um nochmal vielleicht auf Ihr Schaffenswerk zurückzukommen, Herr Klötzke, mir drängt sich so ein bisschen der Eindruck auf, dass Sie eine ganz, ganz persönliche Entwicklung, die im Laufe der Jahre bei Ihnen stattgefunden hat, in Ihren Werken verarbeiten und da so ein bisschen den Leser auf eine Reise mitnehmen, die dann, also um es mal ganz salopp zu sagen, wir sollen ja bei Huxilla auch ein bisschen kritisch sein, wenn wir solche Interviewpartner haben. Mir drängt sich der Eindruck auf, dass Sie vielleicht irgendwo auf diesem Weg falsch abgebogen sind. Kann das sein? Nein. Es ist ja vornehmlich eine Reise zu sich selbst, um die es dabei geht. Und auf diese Reise nehme ich gerne Menschen mit. Ich manage ja auch quasi Retreats für gehobenes Management und ich mache Leylinienkunde. Ich bringe den Menschen... Sie beschäftigen sich mit Leylinien? Ja, nur fragmentarisch. Es liegt ja letztens auch in meinem Inuit-Sternbild. Ich bin ja auch von Inuit-Schamanen quasi initiiert worden. Ne, und da liegt viel drin. Ich habe schon zu Beginn meiner Karriere, wenn ich das mal so nennen darf, in die Wiege gelegt bekommen, ein Sendbote von etwas Höherem zu sein. Und ich führe die Menschen zu sich selbst. Und auf diesem Weg zu sich selbst kann man einen solchen Begleiter, der einfach mehr weiß, der tiefer sieht. Sie haben vielleicht auch meine Abhandlung über das Tertiäre sehen, haben Sie? Ich hoffe nicht. Was? Entschuldigung. Über das was? Nein. Es geht ja grundsätzlich nicht nur um die Dinge hinter den Dingen. Es geht ja auch um die Dinge hinter den Dingen hinter den Dingen. Und das ist halt eine Ebene, auf der ich ein bisschen
Bildung habe, ein bisschen Wissen, wo ich ein bisschen tiefer eingetaucht bin, und das versuche ich zu vermitteln. Können Sie ich tauche an dieser Stelle immer in bestialische Kopfschmerzen ein, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Aber jetzt würde mich doch mal interessieren, also was ist denn, oder was sind denn die Dinge hinter den Dingen? Hinter den Dingen? Also können Sie das vielleicht in zwei Sätzen? Sehen Sie, Sie stellen jetzt diese Frage auf eine vergleichsweise einfache Art. Es ist mir aber nicht möglich, auf die gleiche einfache Art zu antworten, weil sich die Antwort auf einer anderen Ebene befindet. Diese Antwort ist verbal nicht zu geben. Wir müssten quasi in einen Zustand gehen, in dem wir gleich schwingen, in dem Worte bedeutungslos werden, und wir müssten uns auf eine Art annähern, die Ihnen vielleicht gar nicht möglich ist. Herr von Spitz, also, sind von ja. Ihnen weitere Science-Fiction-Werke in der näheren Zukunft geplant? Ja, schon, natürlich. Also ich arbeite weiter, soweit es meine Freizeit mir ermöglicht, mich mit diesen wichtigen Dingen natürlich zu beschäftigen, auch an weiteren Ideen. Zurzeit ist es mir nicht vergönnt, zumindest einen konkreten Termin nennen zu können, an dem ein neues Werk erscheint, aber ich denke, in Kürze bald, irgendwann wird es soweit sein. Sie haben in einem Ihrer Bücher, beschreiben Sie eine Rasse der Metapoden, wenn ich das richtig... Metapoden. Bitte. Und da hatte ich den Eindruck, dass es da einen Berührungspunkt zwischen Ihnen beiden auch gegeben hat. Die Stirnfüßlergemeinschaft des Herrn Spitz ist tatsächlich eine Gruppierung, die höchst interessant ist, weil er sich auf reale Begebenheiten bezieht, es sind Hierarchiestrukturen, wie sie beispielsweise in verschiedenen Geheimgesellschaften auch nicht unüblich sind. Und das war auch der ursprüngliche Grund, warum ich Herrn Spitz seinerzeit kontaktiert habe. Dann haben Sie sich also über die Stirnfüßler kennengelernt. Ich habe mich für die Stirnfüßler interessiert. Ich habe einen Brief geschrieben, eine sehr unverschämte Antwort natürlich bekommen. Herr Spitz hat in seinen Umgangsformen einiges nicht gelernt, wage ich zu behaupten. Und ich war neugierig, ich war sehr neugierig, war auch sehr beeindruckt von diesem Buch, also vor allem von dem Papier, und habe ihm das auch gesagt. Und habe versucht, Kontakt aufzunehmen, habe Fragen gestellt. Wie kommt man denn von der Inspiration her, wenn Sie denn, also jetzt, wie wir jetzt gerade gelernt haben, nicht wirklich an Außerirdische glauben, die auf die Erde kommen, woher kommt die Inspiration für so Stirnfüßler, Herr von Spitz? Nun ja, es ist natürlich ein symbolisches Sinnbild für die verschiedenen Interessen unserer Länder, die ja miteinander konkurrieren und Dinge tun, die sie eben tun. Das werden Sie sicherlich verstehen. Und es ist natürlich der Versuch, eben darzustellen, indem man eine Form wählt, die hier halt eben nicht so geläufig ist. Nun mal, ja, Sie kennen das sicherlich, ne? Wenn Menschen viele Dinge vor sich hin blubbern, wo man nicht den Eindruck hat, dass da viel Gehirnschmalz für benutzt worden ist, also viel Sachlichkeit und einfach auch eine gewisse Bodenhaftigkeit einfach vorhanden ist. Ein treffendes Beispiel haben wir ja gerade eben gehört, dass das sehr wichtig ist, und das einfach auch mal sinnbildlich darzustellen, ist dann halt also dieses Volk, diese Rasse der Metapoden, die viel halt über den Kopf tun, um ihre Gemeinschaft aufrechtzuerhalten, durchaus sehr, sehr wichtig. Das heißt, da haben wir hier also so eine Dichotomie zwischen einer sehr starken Ratio auf Ihrer Seite, Herr Selbstverständlich. Und bei natürlich. Ihnen ja offensichtlich, Herr Plötzke, mehr so eine emotionale Ebene, die quasi fast die Ratio vermissen lässt. Kann man das vielleicht so zusammenfassen? Ja, es ist eher so eine Freudsche Entwicklungsstufe, die wir hier so live miterleben dürfen. Wenn Sie jetzt Ratio als Bezeichnung dessen wählen würden, was Herrn Spitz treibt, dann ich kann mich da nicht so anschließen. Ich betrachte mich auch weniger emotional als ich denke, es ist Spiritualität. Und das fehlt Herrn Spitz. Sie merken doch, dass dieser Mann nicht ganz bei sich ist. Das ist, wenn sich Spiritualität dadurch ausdrückt, dass man sich nackt an Felsen, an heiligen Felsen reibt, nun denn. Dann soll es so sein. Ich habe das für Sie getan, Herr Spitz. Für Sie und den Rest der Menschheit. Und auch das ist ein Thema, über das wir nicht zu reden gehalten sind. Schauen Sie noch mal in Ihren Vertrag. Ich glaube, es gab wenig Momente in der Geschichte der Menschheit, in der sich mehrere Weltreligionen gleichzeitig beschämt abgewendet haben. Gut, soll ich die einbeinige Stripperin thematisieren? Soll ich sie thematisieren? Herr Klötzke? Ja, Herr Spitz. Überschreiten Sie nicht diese Linie.
Ich warne sie nur ein einziges Mal. Aber Alexa, warum sind die beiden zusammen auf Tour? Ich verstehe. Also, nee, ganz ehrlich, also ich scheue mich ja immer davor, mich in dein Fachgebiet zu begeben und da zu wildern oder irgendwie küchenpsychologisch irgendwelche Dinge herauszuposaunen. Aber ich habe das Gefühl, dass sie beide sich eigentlich doch ganz gut verstehen, so im Innersten. Also sie tun zwar so, als würden sie jetzt hier in völlig unterschiedlichen Ecken stehen und sich nur miteinander streiten wollen, aber darunter kann ich doch so eine gewisse Herzlichkeit. Ich bin mir nicht sicher, wen von uns beiden sie jetzt beleidigen wollen. Ja, ich war bisher auch der Meinung, dass sie so die verständigste Person hier im Raum sind bisher, aber da liegen sie tatsächlich vollkommen falsch. Aber ist es nicht so, dass nur da, wo viel Licht auch ist, auch viel Schatten sein kann? Oh ja, darüber habe ich ja auch ein Buch. Und damit meine ich ja ihre beiden, die Beziehung von ihnen beiden. Also man kann sich doch nur so ausgiebig stundenlang streiten, gemeinsam auf Tour, auch wenn sie mir jetzt nicht sagen wollen, warum, wir werden das natürlich recherchieren und dann hinterher natürlich unseren Zuhörern nochmal mitgeben. Also ich meine, wir werden das ja hier nicht hängen lassen. Wir sind ja für investigative Arbeit bekannt und wenn sie uns das nicht sagen wollen, werden wir das unseren Hörern natürlich noch sagen. Aber warum sind sie auf Tour, wenn sie sich hassen? Also wenn sie, meinen, dass man nach mehreren Monaten penetranter Belästigung keine gemeinsamen Themen zum Streiten findet, dann frage ich mich ernsthaft, in welcher Welt leben wir eigentlich heutzutage? Ja, aber man kann das dann einfach auseinandergehen. Es gibt Verpflichtungen, die mitunter über die Verpflichtungen hinausgehen, die man hat. Ja. Das habe ich nicht verstanden. Das sind die Dinge hinter den Dingen hinter den Dingen. Ach. Oder worüber reden Sie jetzt gerade hier schon wieder? Das ist sehr nah dran, aber es in diesem Fall sind es faktische, deutlich und klar in der Realität verhaftete Verpflichtungen, die Sie im Grunde allein zu verantworten haben. Nein. Ganz sicher. Wenn ich auf das Hackfleisch hinter den Abdeckungen zu sprechen käme, das kommt nicht von mir. Darf ich mal provokant sein für eine Sekunde? Kann es sein, dass der Esoteriker nicht ohne den Skeptiker und der Skeptiker nicht ohne den Esoteriker existieren kann? Oh, glauben Sie mal, dass ich sehr, sehr glücklich existieren könnte, wenn ich diese Seite nicht kennen würde. Ich würde das auch von meiner Seite so machen können. Und doch sind Sie gemeinsam auf Tournee. Also ich kann das nicht... Nun ja, was heißt Tournee? Nun gut, wir absolvieren gewisse Auftritte, die natürlich auch nicht immer dem Anspruch entsprechen, den man so an den Tag legen sollte. Wir verdienen damit Geld, das nicht uns, sondern einem guten Zweck zugutekommt. Das heißt, Sie müssen das machen. Nun ja, so weit möchte ich jetzt nicht gehen. Ich würde das auch ungern weiter ausführen. Aber es hätte Konsequenzen, wenn wir es nicht täten. Das würde auch dieses merkwürdige Gespräch mit dem Management erklären, Alexander, fällt mir gerade auf. Ja. Wollen wir nicht vielleicht noch ein bisschen über die Bücher von Herrn Spitz reden? Ach, auf einmal möchten Sie über meine Bücher reden, damit wir nicht weiter eindringen in die Dinge, die Sie in der Vergangenheit verbrochen haben. Vergangenheit, in der Vergangenheit. Das war ganz woanders, wo diese Dinge stattgefunden haben. Verbrochen? Inwiefern verbrochen? Ist eigentlich Herr Würmli gelernter Manager oder aus welchem Beruf kommt der? Das hat uns ein bisschen irritiert. Woher haben Sie diesen Namen? Den hat unser Manager angerufen, den Herrn Würmli. Herr Würmli arbeitet mit Menschen. Mit Menschen, die besondere Talente haben? Ja. Oder? Ja, besondere Talente. Und warum arbeitet er dann mit Ihnen? Also warum haben Sie denn jetzt Herrn Spitz angeguckt? Nein. Ich möchte festhalten, ich wurde gerade überhaupt nicht gefragt, Herr Plötzke. Diese Frage ging alleine an Sie. Wenn Sie das so wegleugnen wollen, bitte. Aber das war sehr eindeutig. Meines Erachtens war das Humor. Ja, eine sehr seltsame Art und Weise von Humor. Ja. Die nur Sie verstehen. Ich denke, das ist sehr, sehr offensichtlich. Wissen Sie, ich habe Ihre Bücher sind in Auflagen erschienen. Also 50 nummerierte Exemplare, von denen 10 an ihre Familie und ihre Freunde gingen, also 10 an ihre Familie. Und ich habe mit Ferdi, wenn ich Sie daran erinnern darf, ich habe mit Ferdi seinerzeit den silbernen Frechdachs gewonnen. Genialität misst man nicht an Quantität, Herr Klötzke. Ich glaube, wir kommen hier nicht mehr wirklich weiter in dem Gespräch. Wir haben, glaube ich, interessante Ansichten Binnenansichten der Autoren Bernd Klötzke und Timo von Spitz gewinnen können. Wir werden natürlich, wie wir das immer machen, die jeweiligen Werke verlinken.
Also bei Ihnen, die Echsendiener, die sollen die Leute sich bitte selber suchen und werden natürlich den Untergang von Andromeda 17, eins meiner Lieblingsbücher von Herrn von Spitz, natürlich auch verlinken. Und die Ferdi-Bücher, aber die verkaufen sich ja eh wie geschnitten Brot. Und ich glaube, wir kommen hier inhaltlich gar nicht mehr weiter. Und die Dinge hinter den Dingen, ich glaube, dafür bin ich einfach nicht erwacht genug, um sie wahrnehmen zu können. Ich weiß nicht, Alexander, wenn du noch was hast, sonst. Es war zumindest interessant, dieses Gespräch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, inwiefern wir das auch veröffentlichen können. Also wir wollen natürlich immer unseren Interviewpartnern, egal was für Ansichten sie haben, in irgendeiner Form gerecht werden, obwohl wir natürlich auch kritisch sein müssen. Ich denke, dass wir heute viel gelernt haben über Kommunikation oder Antikommunikation. Auf jeden Fall, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie sich dazu bereit erklärt haben, Herr Klötzke, Herr von Spitz. Ich wünsche Ihnen, was auch immer Sie vorhaben, alles Gute. Weiterhin, genau. Und wir telefonieren nachher mal mit Marc, was der einen eingeladen hat. Dankeschön. Schönen Abend. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nachdem ihr diese gut 25 Minuten jetzt ertragen habt und euch wahrscheinlich fragt, was zum Henker machen die da, können wir vielleicht mal auflösen, dass wir hier zwei wunderbare Autoren, also tatsächlich Autoren zu Gast haben, Alexa, und wir stellen sie diesmal in umgekehrter Reihenfolge vor, nämlich Carsten Steenbergen, hallo Carsten. Hallo. Und Christian von Aster. Ich würde jetzt der Reihenfolge auch nicht widersprechen. Es ist alphabetisch auch richtig. Ja, fang alleine mal bei den Vornamen an, da weißt du Bescheid. Und wir können uns nachher noch über den von Aster mal mit dir unterhalten, Christian, inwieweit du uns nachher nochmal deine Geburtsurkunde zeigen musst. Aber wenn ich dann die Geschlechtsumwandlung auf den Tisch bringe. Was wir hier mit euch gemacht haben, ist, und das war etwas, was wir konstruiert haben. Es gibt ein Projekt von euch beiden, das da heißt Die Wutbriefe. Und vielleicht erzählt ihr selber mal ganz kurz, was es mit diesem Projekt Die Wutbriefe auf sich hat. Und dann werden die Hörer wahrscheinlich sukzessive verstehen, was wir hier gerade gemacht haben. Also grundsätzlich ging es um uns eigentlich tatsächlich um eine Maximalverstörung sämtlicher Menschen, die sich das antun wollen. Nein, ist natürlich nur Spaß. Also inklusive uns. Wir haben uns also auch massiv selber verstört bei dieser ganzen Geschichte. Eigentlich, wir kennen uns jetzt schon seit ein paar Jahren mittlerweile. Ne? Wir sind uns immer mal wieder über den Weg gelaufen auf diversen Messen und Kunst. Und irgendwann kam halt dieser Gedanke, wir sollten mal was zusammen machen. Und das haben wir getan. Ich möchte an dieser Stelle diesen schicksalhaften Facebook-Post in Erinnerung rufen, der sagt, wir kennen uns seit 9 Jahren. Ist das so? Das war ein großes Gefühl, als ich das gesehen habe. Ja, es war der 23. März 1972, kurz nach dem Kartoffelkrieg. Das wäre 9 Jahre. Das ist schon 9 Jahre. Ja, Social Media informierte mich da letztens drüber. Ja, aber nee, vollkommen richtig. Wir machen ja Unsinn auf ähnliche Art und eben auch viel mit Kurzgeschichten, mit Lesungen. Und das bei den Lesungen ist halt der zentrale Aspekt des Ganzen gewesen. Hat es nicht so, wenn ich kurz einhaken darf, nicht damit angefangen, dass du eine Lesung gehalten hast und ich dich mit Zwischenrufen versucht habe rauszubringen? Oh ja, das war die Comic-Con in diesem Raum, der nicht schön war und so. Aber ich wusste ja, als du mir zuriefest, dass das ja etwas war, das war ja so ein Medien-Move. Das ging ja um den Ruhm dabei und die anwesende Presse, dass der Fokus dabei auf dir landete. Und gleichzeitig wusste ich ja auch, dass du ein Profi bist. Also, dass du mich quasi professionell verstörst. Richtig. Ja. Und dann haben wir beschlossen, uns gegenseitig professionell zu verstören. Also da wurden die ersten zarten Bande der Kommunikation schon. Wir müssen die Jungs mal wieder einfangen. So, also ihr gleitet schon wieder ab, Jungs. Ihr wolltet uns eigentlich erstmal erklären, was die Gutbriefe sind. Das heißt, es ist eine Kollaboration von euch beiden. Und tatsächlich habt ihr euch für diese Kollaboration zwei Fantasiegestalten ausgedacht. Oder Personas. Ja, es ging darum, zwei Figuren mit großem Konfliktpotenzial zu schaffen. Also die Anforderung bei den Figuren war großes Konfliktpotenzial und große Alleinstellungsmerkmale. Und das war die Basis. Also wir wollten ein Projekt schaffen, was für uns nicht allzu fordernd war. Das heißt, dass wir regelmäßig und einfach Briefe schreiben konnten in diesen Charakteren. Aber diese Charaktere brauchten natürlich Berührungspunkte, wo es kriselt, wo Konflikte passieren, wo sie verschiedener Meinung sind. Und ja, das war eigentlich dann die Geburtsstunde von Herrn Klötzke und Herrn Spitz. Ja, alles so auf einer Basis, Achtung, jetzt kommt's, Discovery Writing, dass wir halt beide eben nicht wussten, was passieren wird. Das heißt, wir hatten unsere beiden Figuren
und haben die einfach mal gnadenlos aufeinander losgelassen. Das heißt, ich bekam von Christian den ersten Brief von dem Herrn Klötzke und habe dann, beziehungsweise Herr Spitz hat dann eine entsprechende Antwort verfasst, auf die dann Christian mal wieder nicht vorbereitet war, zwangsläufig. Und es war groß, es war wirklich groß. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also es ist, weil man immer wieder mit jedem Brief im Grunde auf eine völlig neue Ebene, eine völlig neue Richtung dieser Geschichte gerutscht ist, die wir selber ja auch nicht erwartet haben. Aber natürlich damit in höchst professioneller Art und Weise und möglichst unterhaltsam darauf reagieren mussten. Und das hat halt einfach als Schreibaufgabe oder Schreiberlebnis einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also im Prinzip hat es was Rollenspielhaftes ja. gehabt. Ne? Und tatsächlich, also man hat die angelegten Rollen, die haben wir vorher abgesprochen, also so ein paar Adjektive als Charakteristika, dann ihren Lebenslauf, was haben sie für Bücher geschrieben, was haben sie gemacht. Das Spannende war dann halt wirklich, natürlich, da wir beides Autoren sind, lag es uns am Herzen, den anderen möglichst originell und möglichst bösartig zu überraschen. Herauszufordern. So, ja, herauszufordern. Es gab so wirklich 2-3 Punkte, wo ich dachte, yes, das Maria und Josef. Also wo man wirklich, also man kriegt den Brief und denkt sich, was hat er sich dabei gedacht? Bei dir auch? Ja. Und dann stehst du wirklich mit dem Rücken an der Wand und denkst dir, oh, was kann ich jetzt darauf antworten, dass mein Charakter nicht wieder Volldepp aussieht? Es war, für mich war es das Schwierigste aus der Situation rauszukommen, wie Herr Klötzke sich nackt am Felsen gerieben hat, aber ich habe dann auch alle Geschütze aufgefahren, die ich konnte. Ich musste die einbeinige Stripperin ins Spiel bringen und einiges mehr. Die übrigens ja die Ehe von Herrn Spitz ruiniert hat, aber das ist... Nur Gerüchte, also man weiß es nicht so genau. Und das Schöne ist, das Ganze ist also jetzt im Prinzip, glaube ich, am einfachsten zu rezipieren als Hörbuch von euch beiden, wo ihr selber auch im Wesentlichen diese Briefe vorliest. Und das ist, finde ich, einfach ganz großartig. Das heißt, was wir jetzt hier gemacht haben, war so ein bisschen Impro-Theater. Das heißt, wir haben jetzt nicht die Briefe nachgespielt, sondern wer jetzt an den Wutbriefen interessiert ist, kriegt nochmal diesen ganzen Kosmos, den ihr gerade beschrieben habt, nochmal sehr auf den Punkt nochmal geliefert. Ne? Und das sind ja auch nicht nur wir, weil wir ja. haben verschiedene Kollegen involviert, die dementsprechend eben noch ein bisschen Mehrwert liefern, unter anderem den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wie er in jedem guten Briefwechsel der Gegenwart eigentlich vertreten sein sollte. Mhm. Psychologinnen, Mütter vor allem. Professoren. Professoren. Herr Würmlich ist das wirklich? Selbstverständlich gibt es Herrn Würmlich. Das ist ja Professor Dr. Würmlich, bitte. Und aber richtig schön kann man natürlich dieses Hörbuch eigentlich, oder dieses künstlerische Werk, so muss man es ja eigentlich beschreiben. Es gibt Stimmen, die behaupten, es wäre literarisch. Ich würde nicht so weit gehen. Es gibt ja. halt eine wunderbare Box, und wir können das jetzt schon mal sagen, die kann man auch gewinnen, zumindest einmal. Wenn ich sie nachher betrunken genug bekomme, die beiden dann sogar signiert von euch beiden. Man muss dazu sagen, ich habe sie liebevoll mit nach Hamburg gebracht und dann am Bahnhof vergessen, weshalb ich mal umdrehen musste. Aber sie war noch da. Und das heißt, es gibt tatsächlich eine Box, in der dann das Hörbuch drin ist und tatsächlich die Briefe, die ihr euch dann geschrieben habt, in Briefform. Genau. Ja, mit einem Bindfaden zusammengebastelt und was halt nummeriert, ganz wichtig. Nummeriert, damit man natürlich auch die Reihenfolge hat, und Zellchen, die aus Versehen in diesen Briefen gelandet sind, sind dann auch in diesen Briefen aus Versehen mit dabei. Und es gibt dann tatsächlich, das hat mich ja mit am meisten fasziniert, auch tatsächlich, dass eine Postkarte, also diverse Postkarten, aber am allermeisten war jetzt einfach so überzeugend, dass wirklich die Postkarte zum Buch Bernd Klötzke, Ferdi lernt Fahrradfahren, und allein sowas wie, dass dieses Buch angeblich erschienen ist im Verlag Mechthild Gleim. Das sind alles so Dinge, wo man einfach, das genauso haben Bücher meiner Jugend ausgesehen, Kinderbücher. Es sieht authentisch aus wie ein 80er Jahre Kinderbuch. Also bis hin zum Aufkleber, lustiger Aufkleber im Buch. Die Postkarten sind halt extra mit den Covern einiger wichtiger Werke versehen. Es gibt Autogrammkarten von Herrn Klötzke und von Herrn von Spitz da. Handsigniert. Also das ist einfach ein super Produkt. Vielleicht ein bisschen hochpreisig, weil es nicht so viel Geld hat, aber es lohnt sich halt. Und das ist halt einfach so das, was den Nerd einfach und den Geek so richtig anpingt. Und wenn man dann die Biografien auf diesen Autogrammkarten auch lesen kann, und diesen völlig durchgeknallten Bernd Klötzke insbesondere. Wie bitte? Also, ich weiß nicht, wovon er spricht. Und da ist ja dann auch am Ende jetzt nochmal der Berührungspunkt mit Huxilla, denn was ja hier passiert, tatsächlich ist ja auch eine intensive Auseinandersetzung mit moderner Esoterikliteratur, und das wird euch ja beim Hören schon aufgefallen sein, die du ja richtig gut auf den Punkt, ja, karikierst du es oder beschreibst du es, Christian?
Was machst du damit? Ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt dazu sagen möchte. Ich habe Spaß damit. Aber du hast dich damit beschäftigt. Ja, also ich habe von Weltverschwörungstheorien über esoterische Sachen, es interessiert mich halt sehr sowas und ich arbeite mich da immer sehr rein, weil ich diese innere Logik, die diese Sachen haben, die im Prinzip mit der äußeren Logik nichts zu tun haben. Also diese Systeme schotten sich ja eigentlich ab und sind somit kritikresistent. Das funktioniert übrigens auch bei der Welt des Herrn von Spitz, aber das ist eine andere Sache. Also ich beschäftige mich damit, es macht großen Spaß, so etwas zu reflektieren und satirisch aufzunehmen. Weil natürlich sind die Dinge hinter den Dingen etwas, das hanebüchener Unsinn ist, aber ich bin mir sehr sicher, dass man daraus auch was machen könnte, womit man Geld verdienen kann. Das tun ja auch tatsächlich Menschen. Nein, wirklich. Ja, doch, ernsthaft. Also ich persönlich bin ja, Uriella hat mich ja damals immer sehr beeindruckt, die über ihrer Badewanne saß und da drin gerührt hat und dann das Wasser verkauft hat und sowas. Und ich finde diese Sachen immer sehr spannend, weil Glaube ist halt ein großer Markt. Ne, das ist in der Gegenwart wahrscheinlich sogar der wichtigste Markt, weil es wird sehr viel da verkauft, was man woanders eben nicht bekommen kann. Die Leute sind desorientiert, die Leute suchen nach Orientierung. Das heißt, wenn ich ihnen ein Bild biete, was schlüssig ist und ihnen dann einen vermeintlichen Effekt suggeriere, der ja psychologisch sind das ja einfach Sachen. Ich war auch auf mehreren Veranstaltungen, wie heißen die nochmal? Scientology, genau. Da war ich tatsächlich bei 2-3 Sachen, wo die uns halt wirklich einfangen wollten. Und wir haben uns Leute gegenübergesetzt und wollten sich mit uns unterhalten, so ein schönes Wochenendseminar machen. Das hat halt so und so viel Euro gekostet. Ich habe gesagt, hör zu, ich bin Student, ich finde das super interessant. Wenn ich irgendwie ein Drittel zahlen kann, bin ich gern dabei. Das ging natürlich nicht. Aber dieses ganze Love-Bombing-Ding und dieses ganze Teil, Leute stehen auf und erzählen, was für unglaublich positive Erfahrungen sie gemacht haben. Es sind ja überall dieselben Prinzipien, auch in Motivationsseminaren und sowas. Und es geht nur darum, diese Energien mal zu beobachten und was daraus zu machen. Und ich als Autor, ich merke ja bei Lesungen zum Beispiel auch, wenn ich 1000 Leute vor mir sitzen habe und ich kann denen alles erzählen und es kommt bei denen an. Das heißt, ich kann auch zwischen meinen Geschichten was absolut Non-Fiktionales irgendwie nehmen und da versuchen, irgendwas zu transportieren. Ich als Autor finde es aber immer sehr spannend, mich mit mündigen Menschen im Prinzip auseinanderzusetzen und vorauszusetzen, dass sie da sind und wissen, was sie denken, Hintergrundwissen haben und darauf aufzubauen. Und das ist das, was mir persönlich Spaß macht. Also insofern... Ich führe es vor. Ich möchte nur unterhalten. Ja, und das äußert sich auch schon in unserem Auftreten. Ne? Herr Steenbergen ist dann ein hübscher junger Mann und ich bin halt, ich wirke halt wie ein grober Schlachtergeselle. Halt, ja. Na, das ist auch intellektmäßig. Ich bin halt intellektuell und Carsten ist halt. Aber was ihr jetzt beide gerade gesagt habt, das spiegelt eigentlich so die unterschiedlichen Perspektiven ganz gut wider, die wir selbst von Huxilla auch auf dieses ganze Esoterik- und Verschwörungstheoretische Thema haben, weil wir nämlich erstens schon der Meinung sind, dass gewisse esoterische Konzepte, wenn sie denn in Maßen genossen werden, durchaus ihre Daseinsberechtigung haben. Sprich, wenn einer jetzt unbedingt an Horoskope glauben möchte und das als eine leichte Form der Hilfestellung im Alltag betrachtet, die eben nicht überhand nimmt, dann kann das durchaus okay sein. Gefährlich wird's halt wirklich, wenn jemand jede einzelne Entscheidung, die er trifft, nur noch auf solchen Konzepten basieren lässt. Und es hat was Unterhaltsames, durchaus. Ja. Also warum haben wir angefangen bei Huxilla uns mit Verschwörungstheorien und, weiß nicht, beim Müller-Dreieck, Atlantis und Co. zu beschäftigen? Geltungssucht. Geltungssucht, ja, genau. Ja. Das ist ein gutes Stichwort, weil damit habe ich Carsten ja auch. Aber das ist kurz, das ist genau, sehe ich ganz genauso. Also einerseits und bei Unterhaltungsaspekt und Hilfestellung kommt mir halt eben auch die klassische Kirche quasi mit in den Sinn. Weil der Punkt ist, ich habe damals auch Religion in der Schule gehabt und habe da sehr gute Klausuren geschrieben, wobei ich halt Religion immer kritisiert habe. Und der Punkt ist, es ist wirklich eine Hilfestellung für Leute, die es brauchen. Es gibt Direktiven, es gibt moralischen Kompass und das ist was Wundervolles. Bloß in dem Moment, wo es halt Sachen fordert, wo es absolut wird und wo die Fundamentalisten reinkommen, da wird es halt überall immer problematisch. Und Unterhaltung, also ein Gottesdienst hat halt einen großen Unterhaltungswert auf verschiedenen Ebenen. Und dementsprechend ist das, was wir gemacht haben, es ist letzten Endes Entertainment, aber wirklich auf verschiedenen Ebenen und es ist Spielerei. Das ist das, was John Cleese halt auch sagt, den ich letztes Jahr auch sehen durfte. Du auch, ne?
Ja, ja, der sagte, wenn du einen Schäferhund auf offener Straße überfährst, ist es weniger lustig, als wenn es ein Yorkshire Terrier ist. Exakt. Und außerdem sagte er, Kreativität ist nichts anderes als die Bereitschaft zu spielen. Und wir haben nichts anderes gemacht. Wir haben gespielt und Spaß gehabt. Ja, also bei dem Thema, gerade aktuell, die letzten Tage auf einer ostdeutschen Ostsee, also auf einer deutschen Ostseeinsel verbracht. Und dann gab es auf dem Weihnachtsmarkt tatsächlich auch eine Handlesebude mit einer älteren Frau, die jetzt durchaus nicht so esoterisch gekleidet war, aber die üblichen Symboliken an der Wand, ne, so Tücher mit, ne, so Schamanen und so weiter. Und wir haben da aus Spaß gesagt, komm, wir machen mal Handlesen, für mal lustig. Und diese Dame klappte dann ihren Scanner aus. Also so, legen Sie mal Ihre Hand drauf. Und dann wurde die Hand abgescannt und das Bild, was rauskam, zeigte eigentlich gar keine Linie, also null. Und daraufhin druckte dann der Drucker einen kompletten Zettel aus mit einer Analyse dieser Handlinien. Das ist ja geil. Wo man sich dann so denkt, okay, ja, das wird wie bei den Horoskopen funktionieren. So ein Teil stimmt wahrscheinlich, ein Teil kann man ja immer daneben liegen. Also laut der Dame liegen vielleicht 10% daneben, sonst stimmt das alles. Aber, und also Effekt am Ende war halt, wir haben uns hervorragend unterhalten gefühlt für die 4 €. Aber ja, man kann halt dran glauben oder eben nicht. Aber diese 10% in den Erbinformationen machen den Unterschied zwischen einem Schäferhund und einem Yorkshire Terrier. Ja. Das muss man halt bedenken. Das bringt mich jetzt gerade auch wieder spannend, weil wir da sehen, wie quasi auch die Technik in die Esoterik aufgenommen wird. Und das gibt ja auch so ein Gefühl von fast schon Wissenschaftlichkeit. Ne? Also wenn der Scanner die Hand scannt und der Computer interpretiert das Scannergebnis und wirft dann das aus, dann ist es ja nicht mehr die Hellseherin, sondern man könnte ja fast schon die Vermutung haben, die Technik hat ihn so das ist grob erstellt. Wissenschaft. So. Aber ja. da ist zum Beispiel der Punkt, wo ich halt mir kein Urteil erlaube, den ich wirklich sehr spannend finde. Ich finde nach wie vor esoterische, übersinnliche, paranormale Sachen super interessant, weil eben nicht alles so einfach erklärt werden kann. Wir finden nicht immer eine logische Erklärung. Ja, bin ich ganz bei dir. Und in Bezug auf, Placebo-Effekte sind beispielsweise das, was mich da am meisten begeistert, also die Idee, dass der menschliche Geist einfach Sachen macht in irgendeiner Form gibt. Und das ist das Ding, wo der Herr Steenbergen den Finger hebt und auch sagen will. Weil ich erstens was sagen will und hoffe, dass es auch noch was Vernünftiges ist, was selten genug vorkommt. Es beinhaltet in diesen Dingen immer eine gewisse Ernsthaftigkeit. Und selbst in der Esoterik brauchst du eine gewisse Ernsthaftigkeit, genauso, wie beim Geschichtenerzählen oder auch gerade bei dieser Klötzke-Spitz-Geschichte. Wir haben eine gewisse Ernsthaftigkeit mitten drin, die das aber wieder authentisch macht. So wie wir es eben ja auch festgestellt haben, es klingt wahnsinnig echt, ohne dass wir jetzt Schauspieler sind oder irgendwie da eine entsprechende Ausbildung genossen haben. Aber wenn man da eintaucht und eine gewisse Ernsthaftigkeit in diesen Dingen zugrunde legt, die man tut, dann funktioniert halt eben auch Esoterik oder Placebo oder Geschichten erzählen oder Reiseerlebnisse machen oder weiß ich nicht was. Oder Salzkristalle schnitzen. Ich habe keine Ahnung. Ja, nee, es gewinnt dadurch eine authentische Energie. Also wenn du etwas mit Energie versiehst, auch als Autor, wenn du etwas ernst nimmst und es dir Freude macht, dann hast du eine Energie, die funktioniert. Du kannst großen Unsinn machen, aber auf der Bühne transportiert sich das weiter und die Leute haben mit Freude. Das ist aber ganz interessant, weil ihr seid Geschichtenerzähler. Das heißt, ihr habt natürlich auch die Perspektive des Geschichtenerzählers, also Esoterik. Und du hast mir mal gesagt, Christian, dass dich solche esoterischen Konzepte auch immer inspirieren zu neuen Geschichten. Also du selber hängst ja, so wie ich dich verstanden habe, keinerlei esoterischen Konzepten wirklich an, aber du schaust hin, ziehst da deine Inspiration raus und machst daraus dann wieder Geschichten, die spannend sind und die Menschen berühren, weil Esoterik Menschen ja auch berührt. Also, zitiere ich dich ja falsch, oder? Nee, also ja, zum Beispiel Tarantino-Kobold-Geschichten. Ne? Das ist ja, also die letzte Weihnachtsgeschichte war ja eine bedingt besinnliche Geschichte zwischen Panzerfaust und Bastelschere. Aber was du sagst, es funktioniert ja ganz genau so, Weltverschwörungen, esoterisch. Also bei den Weltverschwörungen ist es zum Beispiel so, man nimmt die zwei, drei verschiedenen Pole, die bekannt sind, und verbindet die mit den Linien, die man denkt, dass sie die Geschichte ergeben. Und anders machen es Geschichtenerzähler auch nicht. Also ich habe in jungen Jahren ja den Erich von Däniken auch sehr viel konsumiert. Oh, und ganz genau. Ganz viele Bücher zu. Und das ist sehr, sehr spannend, weil das war halt für mich immer so eine Mischkalkulation aus Geschichte und Pseudowissenschaft. Und so. Und das waren Sachen, ich erinnere mich noch an diese Hörspielkassetten und Delos. Ja. Auf jeden Fall sind Sachen, die mir wirklich noch im Gedächtnis geblieben sind. Und genau so entstehen Geschichten. Ich habe zwei, drei Pole und gerade das macht auch dem Herrn Steenbergen, der
Ja. Denn wir müssen eben hier zucken, auch noch zu Wort kommen. Ich lasse ihn erstmal noch ein bisschen zucken. Das macht ihm, glaube ich, auch sehr viel Freude. Dieser Moment, wo man in der Literatur einfach eine Geschichte nimmt und man nimmt 3/4 Fakten und gibt 1/4 Unsinn rein. Und niemand wird am Ende das eine vom anderen unterscheiden können. Aber wenn jemand recherchiert und feststellt, dass mehr als die Hälfte stimmt, nimmt er an, die andere Hälfte stimmt auch. Ja. Und zeig mir mal einen Autoren, der sich mit Fantastikgeschichten auseinandersetzt, der eben nicht genau diese Dinge liest, sondern ich behaupte mal, jeder von uns, der irgendwie Fantastik schreibt, hat einen Erich von Däniken mal gelesen, hat irgendwie ein Scientology, keine Ahnung was gedöns. Also irgendwie tauchen wir ja trotzdem in diese Universen ab. Und sei es, dass man sagt, die Bibel ist die älteste Märchenerzählung der Welt. Oder was auch immer, man muss ja nicht religiös sein, kann religiös sein trotzdem, aber man taucht zwangsläufig in diese Geschichten mit ein, von vornherein, weil es das Thema ist, was einen ja auch interessiert. Und daraus entstehen dann wieder unsere Geschichten, die wir neu schreiben. Aber wir haben unsere Titane im Griff. Ja. Ja. Und ja. Der Unterschied bei euch ist natürlich, ihr macht euch nicht unfreiwillig Esoterik. Das ist ja das, was wir beobachten, wenn wir sagen, wir sind ja den Dingen nicht mehr so hart gegenübergestellt, wie wir das vielleicht auch mal waren, nicht mehr so kämpferisch. Aber es wird ja immer dann problematisch, wenn Esoterik die persönliche Freiheit von Menschen irgendwann einschränkt. Und da habt ihr natürlich als Künstler einen anderen Blick drauf, natürlich, weil ihr nehmt das Beste aus der Esoterik für euer Schaffen, transportiert es weiter, aber es gibt natürlich auch Esoterik, die Menschen einfach unfrei macht. Ja, aber ich muss dazugeben, dass ich halt an der Geschichte auch tatsächlich ein ziemlicher Hardliner bin. Also das meiste, was esoterisch passiert, versuche ich, wenn natürlich auch diesen sachlichen, wissenschaftlichen Bereich raus zu betrachten und zu sagen, okay, wie kommt das überhaupt zustande? Welche Dinge sind da vielleicht wirklich mit Hand und Fuß? Ne? Also gerade auch Religionen haben ja irgendwo auch eine Basis, die einfach in der Gesellschaft, im Leben der Menschen von damals, heute und so weiter vorgekommen sind. Von daher ist es okay, nur in dem Moment, wo mir natürlich jemand versucht zu verkaufen, legt man einen Stein ins Wasser und dann bist du gesund danach, würde ich sagen, ja, mach mal, aber ich muss das nicht machen, ist okay. Aber es hat halt einfach wahnsinnig viel Potenzial, um diese Vorstellungskraft von Menschen zu transportieren in neue Erzählungen. Ja, und es ist letzten Endes eben Psychologie, die dabei halt. Ja. Das ist das, was mich halt wirklich sehr interessiert. Wir haben hier ein paar skeptische Aktivitäten. Ja, Cat Race. Nee, also gerade eben bei Religion, bei Fanatismus, bei Sachen, die rational vollkommen neben der Spur sind. Also ich habe zum Beispiel haben wir in einer Anthologie zusammen auch Geschichten geschrieben. Da gibt's eine Geschichte von mir über einen Dom, den gläubige Christenmenschen bauen und sie bauen ihn aus Fleisch. Aha. Und sie bauen ihn aus Fleisch, das sie selber geben. Sie opfern Teile von sich. Und das klingt wie kranker Scheiß zunächst, ist aber in der Geschichte vollkommen logisch. Und es kommt nicht krank rüber. Weil es die interne Konsistenz einfach beinhaltet. Das ist geschlossen und funktioniert in der Welt. Genau, und es wird erzählt von jemandem, der tatsächlich in dieser Sekte quasi war, das gemacht hat und er hat wirklich diese Leute gesehen, die einen Körperteil von sich geopfert haben, um damit näher zu Gott zu kommen. Und dieser Dom wurde in einer Höhle gebaut, es sollte ein Gottesdienst sein. Es gab Leute, die am Ende nichts von sich geben wollten und darum lieber Geld gespendet haben, damit es fertig wird. Und die hatten da drin Ärzte, Baumeister, die haben dafür gesorgt, dass niemand an Wundbrand gestorben ist. Das Ding wurde seit über 20 Jahren gebaut, großes Geheimnis und es klingt vollkommen logisch. Ja. Was halt, wie man es heutzutage sieht, du brauchst nicht unbedingt Religion, um Fanatismus zu erzeugen, oder Überzeugungen oder Anhänger zu gewinnen. Manchmal muss man einfach nur überzeugend und selbstsicher auftreten. Feste Stimme, klarer Blick. Ich kann den größten Scheiß erzählen, ich muss es halt nur ernsthaft machen. Oder eben funktioniert's. Oder die gesamte Medienmaschinerie zum Beispiel, weil da kommen wir zu etwas, also eines meiner Lieblingsthemen, wo ich immer sehr schnell drauf komme, die verkürzte Kapitalismuskritik, den Kapitalismus als Religion zu betrachten, also die Mechanismen, die da wirken, um uns zu manipulieren und uns glauben zu machen, die inzwischen selbstverständlich sind und uns alle in Blut, Haut, Knochen ins Mark übergegangen sind. Das ist halt auch spannend, wenn man im Prinzip Kapitalismus mit demselben kritischen Blick betrachtet, mit dem man Religionen betrachten kann. Und das sind Gedankenspiele und die führen halt dann immer zu Geschichten. Es ist auch so, also in unserer Arbeit bei Huxilla ist uns mehr oder weniger immer die Erfahrung zuteil geworden, dass Menschen erstens Geschichten brauchen, also das Erzählen wie die Luft zum Atmen, also der Mensch ohne Geschichten kann einfach nicht existieren. Und auf der anderen Seite muss eine gute Geschichte auch an Emotionen appellieren und das tun sowohl Autoren, die fiktionale Geschichten erschaffen, als auch Esoteriker oder Verschwörungstheoretiker, Katze von links nach rechts, okay, die sozusagen die Menschen ebenso bei den Emotionen packen. Das heißt, eine gute Verschwörungstheorie braucht ein
pfiffiges Narrativ, was so irgendwie spannend ist und die Menschen fasziniert, und das muss ich eben an den Emotionen packen. Meistens ist das Angst oder Abneigung. Angst und Hoffnung. Ja, Angst, Hoffnung, Abneigung, mhm, sind so diese Faktoren, die da eine Rolle spielen. Was wir uns aber immer fragen, ist sozusagen, wo das Maß voll ist. Also was ist noch gesund und kann sozusagen auch als Unterhaltung eben wichtig und richtig und gut sein, und wo kippt es dann und wird sozusagen zu einer Geschichte, die gefährlich ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Chemtrails nehmen. Also wenn das würde ich uns jetzt nicht fragen. Das wird der manipulative Charakter unserer Geschichten offenbart, das wäre schlecht. Nein, ich denke mal, es wird in dem Moment gefährlich, wo ich versuche, mit einer gewissen Spur von Zwang eigene Ansichten auf andere aufzupfropfen. Dann kippt's langsam und dann immer schneller. Das ist halt die Gefährlichkeit. Oder andere Menschen zu denken, zu bewegen, die nicht ihrem freien Willen entspringen letzten Endes. Also Manipulation. Ja. Haben denn die Esoteriker dann das bessere Narrativ? Haben die besseren Geschichten als die kühlen Wissenschaftler? Das ist eine sehr geile Frage. Ich würde theoretisch und intuitiv und aus dem Bauch und ohne viel nachzudenken sagen, ja, weil bei ihnen ist es das Narrativ, das alles verkauft. Der Wissenschaftler verzichtet auf das Narrativ und will halt die Fakten verkaufen. Das heißt, er gibt mir die Zutaten, aus denen ich im Prinzip eine Geschichte bauen kann, eine wahre Geschichte, während die anderen mir die Geschichte geben, aber mir verheimlichen, dass die Fakten drin fehlen. Das ist so schön zusammengefasst. Ja, also beides, und das es ist halt wie überall. Ich meine, es ist letzten Endes mords einfach im Leben. Das ist, meines Erachtens ist es halt so, es braucht ein gewisses Maß von beiden, dass man eben bewusst mit einer kritischen Distanz sieht. Also der Mensch braucht die Geschichten. Das heißt, in dem Fall, wenn die Religion oder der Aberglaube oder die Weltverschwörung, wie auch immer, näher an der Religion und an der Geschichte ist, braucht er davon genauso etwas wie von den Fakten, die eben weniger Geschichten haben, und muss sich daraus eigentlich sein eigenes mischen. Aber die Fertigmischungen sind natürlich immer die beliebteren. Das heißt, ich biete dir eine Religion. Alternative Fakten. Alternative Fakten, ja. Das Schlagwort eigentlich des letzten Jahres, glaube ich. Ja. Das vorletzte Jahr schon. Was ja auch in der Box auftaucht, ne? Also der Begriff alternative Fakten in einer Buchzusammenfassung. Ich weiß, müsst ihr jetzt nachschauen. Das ist bei den Exen. Bei den Exen, genau. Das haben wir sehr schön, also diese Box und dieses ganze Projekt ist ja auch etwas, was ein bisschen Hintergrund hat. Also es ist die alte Tradition der Schmähbriefe, die wir aufleben lassen. Aber es ist auch ein neuer Beitrag zu. Ja, ich habe nicht aufgepasst. Die Diskussionskultur. Du hast mir vorhin erst erzählt, was wir gemacht haben. Stimmt. Ja, richtig. Was wir gemacht haben, war ja eine Persiflage auf die aktuell herrschende Diskussionskultur. Mhm. Genau. Das ist der offizielle Wortlaut. Es ist, glaube ich, ein Nebenprodukt dieser ganzen Geschichte. Aber nein, wir schaffen natürlich vorrangig ganz viele alternative Fakten. Ja. Indem wir ja Menschen erstehen lassen und Werke erstehen lassen, die es ja gar nicht gibt, was Autoren ja in der Regel so tun. Nur wir behandeln sie so, als ob sie tatsächlich vorhanden wären. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt. Also ihr wirklich beschimpft euch bis aufs Blut in diesen Wutbriefen. Zieht ihr da irgendwie auch Inspirationen aus eurem eigenen Erleben? Habt ihr solche Situationen mal gehabt, wo ihr wirklich vielleicht mit einem Leser oder wie auch immer fürchterlich gestritten habt? Oder ist das einfach ein reines Fantasieprodukt und ihr habt einfach versucht, euch in diese Rollen hinein zu versetzen und dann einfach mal geguckt, was passiert. Ich finde ja, wir haben ja alle unsere Lebenserfahrungen, wenn ich das mal hier. Ich finde ja sehr schön, dass der erste Wutbrief, wenn ich da einmal spoilern darf, der beginnt mit Christian, also Bernd Klötzke, der dann also seinen Brief an Timo von Spitz vorliest und der sagt, Herr Spitz. Und da, also im ersten gesprochenen Wort aus den Briefen, es gibt noch ein Vorwort natürlich, wird schon der Adelstitel in Frage gestellt. Da wäre natürlich die Frage, Herr von Aster, hast du schon mal eine Mail oder Facebook-Posting gekriegt mit Herr Aster? Das wäre ja sozusagen. Oh, Verschiedenes. Also aus mir hat man schon einiges gemacht. Ich möchte auch nicht alles sagen, aber es ist, also aus dem Namen hat man schon einiges gemacht, durchaus. Und reale Sachen, also so ernsthaft beschimpft worden bin ich tatsächlich noch nicht, aber es gibt natürlich so ein paar Erzfeinde, die garstiges Zeug irgendwie dann verbreiten. Und man wünscht sich manchmal, dass man denen solche Sachen gesagt hätte. Aber gerade im Fall der Wutbriefe war es halt auch so, dass man ja garstig und dazu noch originell sein wollte und noch eine Ahnung von literarischer Qualität dem Ganzen. Und das, obwohl wir grundsätzlich ja sehr umgängliche, friedliche und höfliche Menschen sind. Atmen? Ja. Jetzt antworten. Ja. Selbstverständlich, das hätte ich fast vergessen. Seid ihr in der Tat. Das macht dann aber auch Spaß, oder? Wenn man mal einfach mal so richtig schimpfen darf. Das macht tierisch Spaß. Ja, Ventil, ne? Und auf der Bühne, also wenn wir live mit den Wutbriefen auf der Bühne stehen, die Leute kommen dann auch und sagen, das war so geil, man hat gar nicht gemerkt, dass das gespielt ist. Ja.
Ja. Aber wir sind eigentlich sehr umgänglich. Ja, ja, ja. Wir werden das im Januar auch schon. Im Februar in Leipzig kann man euch sehen, ne? Ja, am 19.02. im Kristallpalast. Kristallpalast. Varieté, genau. Das wird groß. Das ist halt so ein Kabarettraum, richtig prächtige Bühne. Da finden normalerweise wirklich renommierte, schöne Kabarettshows statt. Und jetzt sind wir da. Also wir haben es quasi geschafft. Oder der Laden macht danach dicht. Wir wissen es noch nicht. Wir haben es geschafft, dass der Laden nach uns vielleicht dicht macht. Jetzt habe ich ja schon angedeutet, man kann auch in der heutigen Episode was gewinnen. Und zwar kann man einmal die wunderbare, große... ich habe mich da hinten gedreht, das sollte man nicht machen vom Mikro weg. Also die wunderbar große Box der Wutbriefe gewinnen aus dem Verlag The Dandy is Dead, die also wirklich unfassbar viel Arbeit in diese Box investiert haben. Ich werde unter die Folge in den Kommentaren noch so ein Unboxing-Video mal zeigen. Da könnt ihr so einen kleinen Eindruck davon beginnen, YouTube-Video, wie das aussieht. Was müssen denn die Hörerinnen und Hörer machen, ihr beiden, um diese Box zu gewinnen? Also E-Mail schreiben an uns wäre erstmal der einfache Weg, aber wollt ihr das noch mit Aufgaben verbinden? Ich würde sagen, die Hörer, die interessiert sind, was definitiv für sie sprechen würde, könnten ja fiktive Titel von Büchern von Herrn Spitz und Herrn vom Plötzke. Herrn Plötzke. Ja, ja. Und wir prämieren dann die erfolgreichsten, schönsten, spektakulärsten Titel. Das klingt ganz gut. Oder? Ja. Ja. Hast du das auch sehr überzeugend zu sagen? Also, gesagt, ja, klare Stimme, fester Blick und schon glauben und schon alle an die Ernsthaftigkeit. Wobei ja Ferdi fährt nach Neuschwabenland einfach schon auch super gut fand. Aber gut. Also Ferdi fährt nach Roswell und Ferdi in Neuschwabenland sind Titel, die ich gerne noch unterbringen würde, wenn jetzt Verleger noch da sind, die zuhören. Genau, dann schickt uns das bitte. Und zu gewinnen gibt es also einmal die ganz große Box von euch beiden signiert. Und dazu dann noch einmal die Briefe in Buchform mit einer Hörbuch-CD dazu. Genau. Das sind die beiden Preise, also zwei Preise. Und denkt euch bitte kreative Titel aus. Und herzlichen Dank euch beiden, dass ihr den Spaß hier mitgemacht habt und dass ihr dabei wart. Danke, dass wir da sein durften. Oh ja, es war uns ein Dings. Ein Fest. Ja, Fest heißt das Wort. Eben jenes. Gehen wir was trinken. Jo. Fangen wir an. Tschüss. Ciao. So, nachdem wir jetzt, glaube ich, euch zunächst völlig irritiert haben und dann habt ihr vielleicht was mitgenommen aus dem interessanten Gespräch und der Blick von Schriftstellern, Autoren auf Esoterik und Alexa, wir fanden das ziemlich interessant, weil das nochmal eine ganz andere Sichtweise auch auf das Thema ist. Ja, ne? Ich finde das Projekt als solches erstmal spannend und dass dann eine dieser beiden Kunstfiguren, der Bernd Klötzke, auch noch ein Esoteriker vor dem Herrn, das war natürlich für Huxilla ein gefundenes Fressen und ein schöner Anlass. Sozusagen mit den beiden als ihre Kunstfiguren auch zusammenzuarbeiten. Ich schätze die beiden ohnehin sehr als Autoren, also Christian von Aster und Carsten Steenbergen. Und es ist immer toll, wenn man dann Gelegenheiten hat zu kollaborieren. Ich fand das wirklich interessant, nochmal so diesen Ansatz zu haben, dass Verschwörungstheorien zwar, wie wir ja auch immer betonen in unseren Sendungen, durchaus große Gefahren bergen, erst recht die politischen Verschwörungstheorien natürlich, aber eben auf der anderen Seite auch für Autoren durchaus als Inspirationsquelle für fiktionale Geschichten dienen können. Und um das Gewinnspiel noch einmal zu präzisieren, schickt uns bitte eine E-Mail mit dem Stichwort, also in der Betreffzeile Wutbriefe und nennt uns, wenn ihr kreativ seid, tatsächlich einen fiktiven Buchtitel, entweder ein Science-Fiction-Buch, das Timo von Spitz geschrieben haben könnte, oder ein Buch, was Bernd Klötzke jetzt in seiner neuen Schaffensphase oder auch in seiner alten verfasst haben könnte. Entgegen, wir haben mit den beiden nochmal gesprochen, das muss dann nicht bewertet werden, sondern wir werden wie gewohnt verlosen, werden aber den beiden eure Titel zukommen lassen. Und vielleicht werden die sich nochmal ihrerseits über die Titel äußern. Wenn euch nichts einfällt, dann schreibt einfach, ich bin nicht kreativ. Ich wäre so jemand, der dann zurückhaltend wäre, bei so einem Gewinnspiel mitzuspielen. Also insofern losen wir ganz normal die beiden Preise aus. Und der Einsendeschluss in dem Fall ist der 27. Januar, also wieder 14 Tage vom Zeitpunkt aus der Ausstrahlung und dann auch wieder 23.59 Uhr. Und dann losen wir aus und senden euch entweder die große Wutbriefe Box. Die sich wirklich absolut lohnt, die ist fantastisch. Aber genau. Auch
natürlich das die Essenz des Ganzen. Genau, die Briefe mit Audio-CD. Ja. Und ja, wir hoffen, dass euch das ein bisschen interessiert hat, mal was anderes war. Können natürlich euch beruhigen. Wir haben wieder genügend, in Anführungsstrichen, ganz normale Huxler-Folgen demnächst. Und ich kann, glaube ich, noch gleich nach der Auflösung vielleicht noch einen kleinen Ausblick geben, was so in den nächsten Wochen und Monaten passiert, weil da einige ganz spannende Sachen ins Haus stehen bei uns. Die Auflösung. Ja, jetzt müssen wir noch auflösen, ob ein Wilderer aus den USA tatsächlich zusätzlich zu seiner Gefängnisstrafe sich im Gefängnis auch noch einmal im Monat Bambi angucken musste, weil er Hirsche getötet hat in rauen Mengen. Und leider muss ich an dieser Stelle sagen, dass diese Geschichte sich tatsächlich zugetragen hat, und zwar im Bundesstaat Missouri, wo ein gewisser David Barry tatsächlich zu einer ungefähr einjährigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde und dann eben auch tatsächlich dazu, sich einmal im Monat den Film Bambi von Disney anzuschauen. Er hat zusammen mit seinem Vater und seinen Brüdern wirklich also Wilderei im großen Maß und auf besonders grausame Art und Weise betrieben. Also es war einer der größten Wildereifälle in der Geschichte des Bundesstaates, so wie es beschrieben wurde. Und die Richter waren sicherlich über die normale Gefängnisstrafe hinaus noch darauf aus, ihm sozusagen die moralische Dimension des Ganzen klarzumachen. Ob jetzt das Ansehen des Films Bambi ausgerechnet dazu beiträgt, ob das irgendwie was nützt, wenn jemand so gänzlich gefühlskalt ist und als Wilderer unterwegs ist, kann ich nicht einschätzen, aber auf jeden Fall ist diese Geschichte wahr. Völlig verrückt. Und so ist das im amerikanischen Rechtssystem. Bei uns in Deutschland würde das, glaube ich, so nicht funktionieren. Sei es hingestellt, eine wahre Geschichte, die du erzählt hast. Und ich hatte gerade schon angedeutet, einen kleinen Ausblick auf das, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Der ein oder andere wird es vielleicht schon mitbekommen haben über unseren YouTube-Channel, den wir auch haben, wo typischerweise eigentlich nur die Folgen hochgeladen werden. Ich war in Wien und ich habe Mimikama besuchen dürfen in Wien. Ich beneide dich ja total um diesen Trip, ehrlich gesagt. Das war auch ganz nett. Und das ist ein Verein, wer den nicht kennt, der sich gegen Betrugs- und Phishing-Maschen wendet, der aufklärt, was Fake News angeht. Und wenn man in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, kann man immer sehr angenehm schnell mal, wenn man etwas sieht, was einem merkwürdig erscheint, auf die Seite von Mimikama surfen. Also mimikama.at lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben es vor allen Dingen erwähnt in der Folge zur Blue Whale Challenge. Ne? Also da haben die das wunderbar aufgearbeitet. Zum Beispiel. Was wirklich nicht einfach war in dem Fall. Genau, und wir haben, also Mimikama habe ich besucht, da kann man sich ein kleines Video angucken. Da wird zum Beispiel der André Wolf, der Pressesprecher von Mimikama, demnächst mal wieder bei uns zu Gast sein und einige andere Kontakte, die ich da in Wien knüpfen konnte. Das heißt, sehr viel skeptischen Content auch wieder. Wir werden auch in den nächsten Monaten relativ dicht wieder bekannte Gäste in der Sendung haben, die ihr in der Vergangenheit schon sehr gut gefunden habt. Also insofern, ich bin beim Vortrag in Wien auch das ein oder andere Mal gefragt worden, ob wir nicht die Sorge hätten, dass uns nach über 220 Folgen die Themen ausgehen würden. Nein, haben wir nicht. Es sind immer wieder bei diesen Veranstaltungen auch Leute, die auf mich zukommen, Menschen, die dann sagen, oh, mach doch noch dazu was. Also immer neue Inspirationen für Themen, da werden wir, glaube ich, nicht müde. Und insofern haben wir dann einen sehr, sehr positiven Blick auf das Jahr 2019. Und ja, vielleicht noch der letzte Hinweis, wer uns beide, Alexa und mich, auch nochmal im anderen Kontext hören möchte, kann mal in mein Nebenprojekt Minutenweise Matrix reinhören. Ein Podcast, wo wir also dein Nebenprojekt im Sinne von, da bist du zu Gast auch. Genau so. Also da besprechen wir pro Folge eines Podcasts eine Minute des Films Matrix, und zwar von der ersten bis zur letzten Minute. Und da war Alexa vor einiger Zeit auch zu Gast in der Sendung und hat dann eine ganze Woche lang, also 5 Minuten lang, die Folgen kommen ja montags bis freitags, mitbesprochen, hat einen sehr, sehr interessanten Blick auf Neo gehabt. Dankeschön. Die Hauptfigur. Und da sind viele, viele andere sehr bekannte Podcaster mit dabei und andere Persönlichkeiten. Und wer da ab morgen zum Beispiel reinhören würde, 14. Januar, dann wäre Sarah Burini zu Gast, die ja unter anderem die Cover für die beiden Hoax-Files-Bücher gezeichnet hat und in Wirklichkeit aber tatsächlich als Comiczeichnerin noch viel besseres Zeug macht. Aber die beiden Cover, das ist natürlich unsere persönliche Verbindung ganz doll an Sarah, und die war auch zu Gast. Also das Projekt kann ich euch nur ans Herz fehlen, wenn ihr denn noch Zeit habt, weitere Podcasts zu hören und vielleicht mal auch was, ja,
Unterhaltsames hören möchtet. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit, hören uns im Januar definitiv nochmal wieder und natürlich wie immer gilt, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla-Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patron bei Patreon oder über PayPal oder über unsere Amazon-Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.